Und ja, dann haben wir das Problem mit der Nahrung auch gelöst. Aber erstmal brauche ich ein Gewehr und danach muss ich genug Patronen finden. Minus 19 Grad, ich glaube, ich bewege mich mal ein bisschen schneller. Ehrlich gesagt, wir haben ja Zeit, also kann ich auch ein bisschen. Obwohl. Nee, nee, ich laufe mal normal. Lieber verliere ich ein bisschen mehr, kriege ich ein bisschen Schaden durch den Frost. Als dass ich dann wieder so extrem ausgeruht bin, weil, ausgelaugt bin, weil das ist echt nicht so lustig. Auf den ganzen Inseln, da können wir übrigens auch noch ein Gewehr finden. Aber ich werde jetzt erstmal von links nach rechts alles hier aufräumen und hoffen, dass ich genug Kram finde. Und wenn ich hier, wie gesagt, keine Waffe finde auf dieser Karte, gehe ich in die erste Karte und werde da eine Waffe holen. Denn, naja. Wir brauchen halt eine. In der Trapperhütte hat man ganz oft die Chance, eine Waffe zu finden. Wäre aber echt mies, wenn das hier alles per Random ist, weil dann könnten haben es einige leichter und andere deutlich schwerer. Ja, kann man. Man kann Bäume essen tatsächlich. Und zwar, wenn man die. Oh, seht mal, da können wir später jagen. Wenn man die Rinde außen abmacht, die äußerste Rinde, kommt danach so ein Stück, weißliches bei einigen. Das kann man essen. Das ist stärkehaltig. Kann man sogar über dem Feuer rösten. Wieso sieht das so anders aus? Wahrscheinlich soll das Eis sein. Hat einige Kalorien tatsächlich. Kannst du von überleben. Ist zwar keine Dauerlösung, aber man kann Bäume essen. Zumindest Teile. Ehrlich gesagt, ich hatte es auch schon öfter so beim Holzsägen. Also Bäume spalten und sowas, ja. Dass es plötzlich sehr gut roch. Das ist, wenn das ein bisschen, die Säge ein bisschen stumpf wird und sich das Holz erwärmt. Ja, das ist schön für dich. Ja, dann riecht das tatsächlich mal zwischendrin plötzlich lecker, während du arbeitest, und dann riecht es plötzlich lecker. Man isst, während man hart arbeitet, kann man tatsächlich nichts essen. Also ich habe das immer so, das ist evolutionsbedingt. Oh, toll, das Haus ist niedergebrannt. Das hat was damit zu tun, wenn du zum Beispiel von einem Tier gejagt wirst, ist dein Hunger weg. Weil das ist nicht förderlich, wenn du dann denkst, oh, ich hätte jetzt gerne ein paar Weintrauben. Wenn du viel Fett verbrennst, hast du keinen Hunger. Das ist ganz lustig. Und eine Tatsache. Hier werden wir noch einiges zum Ablaufen haben. Ich habe ganz vergessen, wie gigantisch groß diese Karte eigentlich ist. Ich werde ja auf jeden Fall mehrfach gehen müssen. Und dieser bescheuerte Hamster. Ja, ich weiß, du willst raus zu mir. Ist Tiere überhaupt keine. Tiere sind genauso schlimm wie Kinder. Überhaupt keine Geduld. Drum renne ich hier auch schon wieder. Ich will schneller viel mehr aufnehmen. Nein. Ich möchte nur nicht ewig lang in der Kälte stehen. Ach, immer noch nichts. Oh, die sind auch gut. Die Morgenkälte. Ich hätte gehofft, vielleicht habe ich Glück und hier ist eine Waffe drin, aber sieht nicht so aus. Ah, hätte sein können. Ist der Kofferraum offen? Natürlich nicht. So, da unten war, glaube ich, noch irgendwo eine. Hier lag doch manchmal noch eine Leiche, wenn ich mich recht entsinne. Oh, sehr gut. Die hier. Nehme ich mit. Denn daraus können wir, wenn wir Glück haben. Ah, jetzt läuft sie wieder, als wäre nichts gewesen. Wie meine Katze, die irgendwelchen Mist macht und dann so tut, als ob nichts so war. So, da haben wir brüchiges Eis, da will ich nicht lang. Mit diesen Dingern können wir tatsächlich ein paar Bögen herstellen. Und mit Bögen kann ich. Ich habe noch nie einen Bogen hergestellt, wenn ich ehrlich bin. Aber mit diesen Bögen könnte ich tatsächlich Rehe jagen. Dann spare ich vielleicht wertvolle Munition. Vielleicht. Ich kann es euch nicht sagen. Es könnte sein, kann aber auch sein, dass es nicht so ist. Weil ich bin ja auch ein super schlechter Schütze. Ich weiß das auch, dass die Pfeile kaputt gehen können. Aber ich glaube, die mussten auch erst ein bisschen getrocknet werden, bevor man sie verarbeiten konnte.
Waren ja nicht mal Häuser? Wahrscheinlich irre ich mich gerade. Da konnte man übrigens nicht drauf, wenn ich mich recht entsinne, weil da bricht vorher das Eis ein. Oh, ich hätte schwören können, dass hier nochmal ein Haus war irgendwo. Oh, da sind sie ja. Hier lagen auch manchmal gefrorene Leichen. Und Wölfe gab es ja auch öfters. Hier ausnahmsweise nicht, aber ich habe trotzdem Angst, dass hier ein Wolf ist. Wenn uns ein Wolf anfällt, kann das auch vom Vorteil sein, weil dann hätten wir ja eventuell genug zu essen, wenn der dann verblutet ist. Da hinten liegt einer. Steif gefroren. Ich gehe erstmal zu der Leiche. Er hat einen Beil für uns. Eigentlich nützlich, aber ich kann damit gerade nichts anfangen. Eine Waffe brauche ich. Das kann ich auch gebrauchen. Gehen wir mal in diese Mikrohütten hier. Das ist übrigens eine schöne Position, weil die Wölfe rundherum laufen müssen. Was ist das? Ich habe noch ein hochwertiges Werkzeug für Herstellung und Reparatur von Dingen. Das habe ich noch nie gefunden. Qualitätswerkzeug. Heißt das, damit kann ich verschiedene Sachen machen? Also herstellen. Vielleicht kann ich ja dann endlich mal Angelhaken herstellen, dann könnte ich auch angeln. Okay, plus 10 Grad. Uns geht es. 37%, okay. Das ist eigentlich ganz gut. Best be prepared for anything. Räumen wir die Bude aus. Warum finde ich eigentlich so viele Wasserreinigungstabletten? Nicht, dass es mich an und für sich stört, aber ich will andere Sachen finden. Natürlich, Verbandsmaterial würde ich auch in. Obwohl in der Küche. Regenbogenforelle, lecker. Was heißt lecker? Ich bin nicht so der Fischesser. Obwohl, nee, das stimmt nicht, das ist besser geworden. Als Kind habe ich Fisch überhaupt nicht gemocht, außer Fischstäbchen. Die lasse ich jetzt mal hier. Ehrlich gesagt, ich brauche diesen ganzen Kram ja nicht. Ich sollte nur Sachen mitnehmen, die ich auch wirklich gebrauchen kann. Und ich glaube, Schuhe habe ich tatsächlich genug. Ist alles nur Zeug, was ich mitschleppen muss. Was mich langsamer macht und meine Kalorien frisst. Den nehme ich mit, der hat 100%. Der ist sogar besser als das, was ich gerade trage. Aber Schuhe brauche ich wirklich nicht. Ja, okay, Wollsocken wiegen jetzt auch nicht die Welt. Ich fall die Junkies hier. Nein. Ich habe noch gar kein Wasser gefunden, fällt mir gerade ein, aber wir haben ja hier Toiletten. Das löst das Problem natürlich ganz gut. Zeitung nehme ich jetzt auch nicht mehr mit. Wasser nehme ich aber mit, weil erstens brauche ich was zu trinken und zweitens haben wir dann weniger Probleme. Müssen wir es nämlich nicht herstellen, da ist ja noch mehr. Ich trinke jetzt erstmal eine Traubenlimo, glaube ich. Die ist eh fast abgelaufen. So haben wir auch die bisschen Wasser wieder und ein bisschen Essen wieder. Ja, Survival ist kein Zuckerschlecken. Apropos Zuckerschlecken, da links war Erdnussbutter, habe ich genau gesehen. Findet man da noch was? Ach, schade. Wie gesagt, ich finde es immer noch komisch, dass hier überhaupt nichts drin ist im Gefrierfach. Selbst in meinem Single-Haushalt hatte ich immer was im Gefrierfach. Oh, Lampenöl, das brauche ich. Ein Kanister bräuchte ich eigentlich auch. Ich muss, glaube ich, dann mal in die Mine gehen. Weil ich werde nicht genug Lampenöl finden. Zumindest nicht in den Häusern. Und da ich ja eh eine Schusswaffe brauche und ich nicht wüsste, wo ich sie sonst herkriegen soll, außer in Level 1, aber da finde ich nicht, muss ich nicht durch die Mine. Ich muss wahrscheinlich einfach nur zum Trapperhaus.
Oh, aber den werde ich mitnehmen. Streichhölzer nehme ich auch mit. Manche essen Cornflakes und Chips hier vom Ding. Der isst Sardinen oder die. Kann man auch machen. Bin nicht so der Fan von Sardinen, wenn ich ehrlich bin. Vor allem in diesem ekligen Öl dann auch noch. Das ist eine der wenigen Sachen, an die ich mich auch als Erwachsener nicht mehr rantraue. Ah, dachte das, weil ich sehe es nicht, hä? Okay. Wieso steht denn die nicht auf? Ah, jetzt. Nehme ich jetzt doch mal mit. Ich hätte überhaupt kein Holz draußen machen brauchen, glaube ich. Das hätte ich alles gefunden. Ich bin schon wieder überladen. Das heißt, wenn ich hier voll fertig bin, dann. Ich brate mir dann auf jeden Fall ein paar Sachen in einen der Häuser, damit die na dann richtig halten und dann gehe ich wieder rüber. Ich muss bloß mal gucken. Ist hier irgendwo ein Wolf? Sind bloß Hasen. Die Luckpollings werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Ist auch ein Lebensmittel. Sollte man nicht verkommen lassen. Das war bestimmt der Hase, den ich da gesehen habe. Hier finden wir jetzt nichts, oder? Nee. Hier ist auch nichts weiter. Nö. Ist übrigens auch eine schöne Location, wenn man das Problem mit dem Wolf nicht hat. Man hat ein Haus, man hat Holz in der Nähe. Man hat sogar Tiere in der Nähe, wenn man eine Möglichkeit hat, die Tiere dann zu jagen. Was einen hier abschreckt, ist, man hat keine Werkbank oder ähnliches, aber das hat man ja in vielen Stellen hier nicht. Immer diese Steine, die vollkommen anders sind. Überhaupt nicht eingeschneit und gar nichts. Die passen da nicht ganz rein, finde ich. Nix. Haus an der Küste. Wieder ein Keller, den wir nicht betreten können. Was ist das? Buch. Ein Buch nehme ich mit. Ist aber kein Buch. Also, wie gesagt, Bücher, die, aus denen man was lernen kann, haben einen Namen, die heißen nicht einfach nur Buch. Die werden dann auch nicht gesteckt, glaube ich. Kräutertee nehme ich auch gerne mit. Lampenöl, sehr begehrt. Immer wieder gern. Ich glaube, ich muss im anderen Haus drüben das Feuer machen. Doch, das geht schon. Wenn man gezwungen ist, kann man einiges machen. Ah, da ist noch mehr Lampenöl, wie wir da hinten sehen. Und Spitzenpfirsiche. Die sind spitze, die Pfirsiche. Eine leere Mikrowelle. Müsliriegel. Ich frage mich echt, wie sie das berechnet mit den Tagen. Wie viele Kalorien das entsprechen muss. Naja, Wasser. Wasser ist immer gut. Kondensmilch eigentlich auch. Oh, Hering. Heringsmoräne. Ich nehme alles mit, was ich irgendwie gebrauchen kann. So, plündern wir doch mal das Bad. Es muss ein Single-Haushalt sein, denn wo würde sonst so eine Dose stehen? Wahrscheinlich Herren. Oder eine Frau, die keiner will. Hat er nicht gesagt. Doch, hat er. Denn Frauen, die keine Körperhygiene betreiben, haben es nicht so leicht, wenn ich ehrlich bin. Und Männer, die keine Körperhygiene betreiben, auch nicht. Was lernen wir daraus? Wascht euch ab und an mal, putzt euch die Zähne und pflegt euren Körper auch sonst. Es lohnt sich, die Frauen finden das meistens attraktiver. Als wenn ihr nach Schweiß stinkt, fettige Haare habt und wer weiß was noch alles. Wenn ihr euch auszieht und eure Unterwäsche vorne gelb hinten braun ist, das kommt nicht so gut an bei den Frauen. War bestimmt ein John Grisham-Roman. Nur zum Verbrennen geeignet.
Ach Mist, warum habe ich die mitgenommen? Ach egal. Warum kann man Kleidung eigentlich nicht verbrennen? Fäustlinge! Meine! Ich habe endlich Haut. Ich habe keine Handschuhe bisher gehabt, glaube ich. Den brauche ich nicht. Ich glaube, ich habe noch keine Fäustlinge. Marvin's Mittens. Yay! Hey, da liegt doch was am Boden, oder? Nö, keine Ahnung. Nur so ein Fetzen. Ah, Mist, jetzt habe ich ihn mitgenommen. Ich sollte vielleicht erstmal überlegen, was es ist, bevor ich einfach... Also es ist dieses klassische Looterfinger von mir. So Long Dark, erstmal alles mitnehmen. Alles, was du finden kannst, kannst du irgendwie gebrauchen. Alles andere, was du nicht gebrauchen kannst, kannst du nicht finden.